So, hallo. Ich war eben gerade in der Sauna. Vorher war ich in diesem Fitnessraum, in dem hoteleigenen. Ich bin nämlich gerade im Moment in einem Hotel nahe Berlin. Und da ist mir mal wieder was aufgefallen. Ich habe vorher, weil ich dachte, du brauchst ja Kohlenhydrate, du möchtest ja jetzt trainieren, habe ich noch einen Orangensaft getrunken aus der Hotelbar. Der Orangensaft hatte 90 Kalorien, 0,2. Dann war ich am Fahrradfahren. Nach 20 Minuten hatte ich laut dieser automatischen Anzeige auf dem Fahrrad gerade mal 70 Kalorien abtrainiert. Das heißt, ich war immer noch 20 Kalorien drüber. Und was ich damit sagen möchte ist, es ist toll, wenn ihr Sport macht. Auf jeden Fall super. Oder sogar ein bisschen Gewichte stemmt, lange spazieren geht. Aber überschätzt nicht das, was ihr dabei an Kalorien verbraucht und macht den Effekt nicht dadurch zunichte, dass ihr euch hinterher erstmal zur Belohnung irgendeinen Schokoladenriegel reinstopft, der dann gleich wieder 300 Kalorien hat und euch daher von der Kalorienbilanz her wahrscheinlich schlechter stellt, als wenn ihr den Spaziergang nicht gemacht und den Schokoriegel gelassen hättet. Das ist einfach schade drum, denn eure Belohnung für Sport und für Sauna ist, dass ihr euch hinterher besser fühlt. Und kaltes Wasser oder eine ganz leichte Apfelschorle, viel Wasser, wenig Apfelsaft oder ein Tomatengemüsesaft ist auch gut, schmecken danach wirklich herrlich. Also meine ganz einfache Message, macht Sport, gerne, aber denkt nicht, dass ihr damit Unmengen an Kalorien verbraucht und zieht euch nicht hinterher irgendwelche Sachen rein, die einen eventuellen Effekt sofort wieder ruinieren oder sogar ins Gegenteil verkehren. Das war's auch schon, bis zum nächsten Mal.